Das waren doch wirklich gute Zeiten, als sich Datensammler an der Haustüre noch persönlich vorstellten. Doch manche von ihnen werden beleidigt oder gar tätlich angegriffen. 1987 will der datensensible Bürger partout nicht gläsern sein und wehrt sich gegen die staatliche Datensammelwut. Aufgepeitschte Demonstrationen im ganzen Land bis hin zu Terror. Im Einwohnermeldeamt von Leverkusen explodiert eine Bombe. Schon 4 Jahre zuvor hatte es die Volkszählung geben sollen, doch sie scheiterte an der Angst des Bürgers vor dem Überwachungsstaat. Ich finde, es sind sehr viele Fragen zu viel. Aber die ganze Wohnungsmiete und das alles angeben muss, das finde ich zu viel. Ich sehe keine Möglichkeit, das wirklich zu kontrollieren, dass die Daten nur benutzt werden für sinnvolle Dinge, die eben mit der Infrastruktur und so weiter zu tun haben. Ich unterstelle einfach mal, dass da ganz andere Interessen dahinter stehen. Zum Beispiel welche? Ja, nun vielleicht machtpolitische und was weiß ich, unbequeme Menschen oder die öffentlichen. Von gewissen Leuten nicht gemocht werden. Ich weiß es nicht, ob das. Vervollständigung der Rasterfahndung. Spektakulär stellte sich das Bundesverfassungsgericht an die Seite des Protests, sah gravierende Mängel im Datenschutz und sprach dem Bürger das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu. 30 Millionen Fragebögen wanderten in den Reißwolf. 370 Millionen Mark in die Tonne. Der um seine Datenidentität besorgte Bürger hatte die Politik in die Knie gezwungen. 4 Jahre später der zweite Versuch. Doch weder das neue Datenschutzrecht noch eine 46 Millionen D-Mark teure Image-Kampagne schaffen mehr Vertrauen. Boykottaufrufe und Demos im ganzen Land. Fragebögen werden in öffentlichen Aktionen vernichtet. Trotz Strafandrohungen reicht der zivile Ungehorsam bis tief in die bürgerliche Mitte. Im Herbst 87 zählt die Republik 1100 Bürgerinitiativen gegen die Volkszählung. 1,1 Millionen unausgefüllte Meldebögen und eine nicht quantifizierbare Anzahl von Bögen mit bewusst falschen Angaben. Bis heute ist die statistische Aussagekraft dieser Volkszählung umstritten.